Fans, liebe Freunde, liebe Neider und jeden, den es sonst noch interessiert, hier ist wieder eure Daphne Dragé. Heute haben wir etwas ganz Besonderes vor. Und zwar ist es so, dass Fiona Famous mich gleich hier in Saint-Tropez mit ihrem Learjet abholen wird. Und wir dann von hier aus, Entschuldigung, bin noch ein wenig angeschlagen. Von hier aus machen wir uns dann auf den Weg in die schöne Stadt Düren. Ja, in die schöne Stadt Düren, um dort eine Hetero-Veranstaltung zu besuchen. Wir möchten dort ein bisschen Promotion für eine neue Biersorte machen, beziehungsweise für eine Biersorte aus Hamburg mit dem schönen Namen Astra Bier. Ja, also die Nordlichter unter euch werden es schon kennen und da klingelt es auch schon an der Tür. Fiona Famous ist soeben eingetroffen. Moment, ich nehme euch mal gerade mit zur Tür. Und die Töne werden lauter und da ist sie auch schon. Juhu. Fiona Famous, gerade hier live bei mir eingetroffen. Mein Flug war so stressig. Ja, ich habe schon gesagt, du bist mit dem Learjet hier, nicht wahr? Ja. Eine Katastrophe. Mein Pilot, ein Luftloch nach dem anderen. Hat er nicht dein Luftloch besucht, Darling? Das war ja das Schlimme, dass die Turbulenzen ja ausmachen. Ach so, ja, platziere oh dich. Oh my gosh. Und du siehst wieder ganz, ganz fabelhaft aus heute in ein Traum in Blau und ja, Brünett mit einem wunderschönen Hütchen auf dem Kopf. Sehr burlesque, wie du es machst, Fiona. Ich habe gerade unseren Fans schon erzählt, dass wir uns gleich auf den Weg in die schöne Stadt Düren machen. Ja, Düren ist fabelhaft und was wir natürlich da genau erleben werden, wir werden es euch natürlich aufzeichnen. Ja. Wir sind selbst gespannt, denn wir wissen heute noch nicht so genau, was uns erwartet, aber das ist vielleicht das Grandiose daran. Vielleicht wird es ja der volle Erfolg oder... Ein totaler Flop, aber ihr werdet es nachher live, unsere Impressionen live miterleben. Ja, allerdings. So, ich würde sagen... Wir melden uns dann nachher, wenn wir in Düren angekommen sind, noch einmal bei euch. Und dann seht ihr vielleicht auch ein bisschen mehr von meinem Fummel. Bis dahin erstmal sage ich Bussi Baba, Fiona. A tout à l'heure. Hallo, liebes YouTube-Publikum, liebe Damen und Herren. Mein Name ist Fiona Famous. Ihr kennt uns ja bereits, mich und meine fabelhafte, zauberhafte Kollegin Daphne Dragé. Hallo. Unschwer erkennen kann. Da seht ihr mich. Die Bild. Frau in Lila. Die Frau in Lila und die Frau in Blau. Ja. Ja, heute mal exklusiv hier aus Düren. Wir haben ja in der Einladung schon gesagt, dass wir heute gebucht wurden in Düren, in einem Brauhaus. Astra ist die Biermarke, die das Brauhaus heute präsentiert und nach vorne bringen möchte. Ganz kurz. Astra Bier, Rotlicht. Mein Favorite, weil Rotlicht hat 6% Alkohol und dementsprechend knallt es so, wie ich es mag, ja. Und dafür braucht es ein bisschen hochprozentiger. Und übrigens kommt dieses Astra aus Hamburg. Nein, es schmeckt nicht nach Fisch, es schmeckt auch nicht nach Olivia Jones, sondern es schmeckt gut. Einfach nur fabelhaft, genauso wie wir. Die Menschen lieben uns. Sie sind natürlich erstmal sehr schockiert, weil in Düren so Ladies wie uns... Hast du sowas nie gegeben? Never ever. Und es ist, glaube ich, Premiere für uns, in so einem Dorf zu sein. Und Premiere für die Einwohner, sowas wie uns zu sehen. Ja, Daphne. Fiona. Wir haben ja schon etliche nette Herrschaften kennengelernt. Uli vor allem. Uli ist Fionas Verehrer heute Übrigens, Abend. Uli. Ja, Uli ist der Mann in der Mitte. We love to entertain you. Uli ist ein ganz großer Fan von Fiona. Das hat man schon gemerkt. Also sie hat da echt schon einen heißen Liebhaber abgestaubt. Ja, im Allgemeinen sind die Leute hier wirklich sehr offen und sehr nett, wie wir es von Düren jetzt nicht erwartet hätten. Düren gilt ja eher als so ein bisschen eigenbrötlerisch verschoben und auch homofeindlich. Aber das muss ich hier jetzt wirklich dementieren. Ja. Die Leute sind sehr offen und aufgeschlossen und finden uns eigentlich ganz fabelhaft. Und das finden wir ganz fabelhaft. Klar müssen wir auch auf die Leute zugehen und fragen, so mit dem Gespräch anfangen. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen aus der Reserve kitzeln kann, dann sind sie sehr offen. Offen für Daphne. Offen. Hallo. Ja, nein, aber im Ernst. Die Leute sind hier wirklich ganz nett, netter als wir gedacht hätten. Ja. Wir fühlen uns hier sehr wohl, wir fühlen uns hier sehr heimisch. Heimisch gemocht. Ja.
Und das macht natürlich dann auch viel, viel mehr Spaß, die Leute zu unterhalten, wenn man merkt, es kommt ein Feedback und es kommt ein bisschen Begeisterung. Und es läuft hier wirklich sehr gut und ihr seht, wir haben wirklich mal das Separé für uns. Es kommt nicht alle zwei Sekunden jemand reingestürzt und labert betrunken irgendwelche Scheiße ins Bild. Wie wir es gewohnt sind. Wie wir es in Köln gewohnt sind. Wirklich süß hier und ich denke mal, wir werden den Abend noch ein bisschen rocken, Fiona. Mhm. Möchtest du vielleicht die Gelegenheit nutzen, noch irgendwas anderes zu sagen? Außer Blabla. Außer Blabla über diesen Abend. Ich denke jetzt erstmal nicht. Nicht so. Ich wüsste jetzt glaube ich auch nicht, was ich jetzt noch so erzählen sollte. Denn die Transgender- und Transgender-Prostituiertenwelt auf Facebook lässt ja sehr zu wünschen übrig. Wir haben schon länger keine Schreckgestalten mehr gesehen wie Event Thunderbird. Cindy LaRouche, die uns unseren Abend versaut hat mit ihren Bildern. Schade. Ich wollte mal lange wieder kotzen. Meine Diät, wie gesagt, ist noch nicht vorbei und ihr würdet mir sehr helfen, wenn ihr endlich mal wieder ein Wirkfoto von euch hochladen würdet. Ich glaube, Daphne Dreschi wäre auch sehr angetan davon. Ich hätte es auch sehr nötig. Und da haben wir auch einmal. Ja, da haben wir ein Partypublikum. So sehen die Damen aus. Hallo. Das sind Gäste hier im Brauhaus. Auch das sind Gäste im Brauhaus. Ja, tut mir leid, Darling. Ja, und du musst jetzt durch, wahrscheinlich. Leider musst du jetzt durch. Du bist die? Ich bin die Alex. Das ist die Alex. Alex, hi. Du bist jetzt hier heute Abend im Brauhaus, ja, um das neue Astra Bier willkommen zu heißen, quasi. Natürlich. Hast du es schon intus? Ja. Schmeckt's gut? Joa. Gefällt's dir? Joa. Astra ist göttlich. Ich trinke das andere lieber sonst, aber egal. Welches Bier? Dieses, was es sonst gibt, das helle. Das helle Bier. Ja. Was helles Blondes. Hallo. Das ist die Heil. Das ist leider alles voll. Ich bin die Elli. Das ist die Elli. Mensch, Elli, Julia. Hast du schon jetzt was überfordert? Ah, ja. Julia, die Elli. Du bist die Alexandra. Die Alexandra. Haben wir schon Astra-Bier getrunken? Jawohl. Ja, hab ich. Und war gut? Geil. Super. Werde ich jetzt öfters trinken. Ja, ist auch köstlich. Ich bin jeden Donnerstag Abend hier, da bin ich im Kirchenchor drüben bei St. Anna und anschließend komme ich hier ein Bierchen trinken. Bei St. Anna im Kirchenchor ist die Elli tätig. Also schaut euch auch mal die tollen Performances des Kirchenchors von St. Anna an. Ganz kann göttlich. Ich nur empfehlen. In Düren auf jeden Fall ein Must-Have, ein Must-See. Hier, genau. Ja. Genau. Bestimmt. Du bist sie. Das ist Martina. Martina, hast du schon Astra-Bier-Intus? Mhm. Und? Mehr als genug? Das, die Urform oder... Ich empfehle ja das Rotlicht. Also, was ihr ja nicht wisst, das Rotlicht ist nach mir benannt. Aha. Ja. Also, mein Mann stand da gerade drauf. Der hat nämlich Rotlicht getrunken. Nicht nur auf das Bier. Ach so. Aber das darf ich jetzt nicht verraten, sonst ist der Mann in Gefahr. Andere Körperstellen von Daphne Dreschi werfen natürlich auch etwas Rotlicht ab, das wir jetzt etwa besser nicht benennen möchten. Tiffi Jona, chronische Trinkerin. Chronische Trinkerin. Ja, und jetzt haben wir hier diese Frau mit der flippigen Frisur. Du bist die? Wen meinst du? Ich bin die Elke. Du schließt aus der Masse. Du bist die Elke. Ja. Elke, hi. Hallo. Hast du auch schon Astra-Bier-Intus? Nein, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich habe es noch nie probiert und weiß gar nicht, wie das schmeckt. Ja, aber dann solltest du es machen. Das hast du heute noch gar nicht angeboten. Das wäre doch mal was gewesen hier. Sehenswert. Schmeckt sehr lecker. Ist das sehenswert? Ja. Hat dir noch niemand etwas ausgegeben? Nein. Okay, Elke, bist du eine Single-Lady? Nein, bitte. Auch nicht. Keine Single-Ladies hier heute Abend, alle sind sie liiert. Das ist in Düren halt klassisch. In Düren sind alle miteinander verheiratet. Miteinander. In Düren sind sie alle noch miteinander verheiratet. Ja, gut. Also seid ihr alle Cousinen oder was? Ja, gleichfalls. So, ich würde sagen, Fiona, ja, wir verabschieden uns jetzt hier erstmal aus dem Separé im Brauhaus. Ja. Wir müssen ja noch ein bisschen was tun für unser Geld. Ja, ein bisschen was. Wir melden uns nachher nochmal live zurück. Und zwar draußen vor dem Brauhaus, ja. Denn die Kulisse hat richtig Hollywood-Flair. Und das dürfen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Nein, auf keinen Fall. Wie wir natürlich auf dem roten Teppich dahin flanieren, seht ihr später. Au revoir. Hallo. Ja, uns hat jetzt immer eine Theke verschlagen. Ja.
Das ist die Theke, die Dürener Theke. Mit den Dürenern City Girls hier an der Theke. So City Alike. Und man beachte bitte hier diese wunderschönen Löcher hier auf dem Rücken der Bediensteten. Das ist Dürener Fashion Style. Fashion Week in Düren hat es auch hier verschlagen. Wenn man mal nach draußen filmen möchte. Schaut mal, wie schön das hier arrangiert ist. Nur weil wir da sind. Also wir werden ja wirklich auf Händen getragen. Wir haben uns, bleiben keine Wünsche offen. Unser Thomas liest uns unsere Wünsche von den Lippen ab. Wir müssen nichts sagen. Die gute Seele, die weiß echt, Deutsch, wie man eine Dame behandelt. Doch, wirklich, Deutsch. Muss man sagen. Wir haben dennoch einen gefunden, der wirklich die Damen schätzt. Und das ist der Sven Hannes. Das ist der Sven. Der Sven, der schätzt auch die Damen. Ja, er schätzt auch Fiona. Die Damen. Auch die tieferen Gefilde der Damen. Wurdest du heute von Sven auch schon geschätzt, Fiona? Gerimmt, aber noch nicht geschätzt. Auf Deutsch Popo lecken. Hast du heute Fiona schon den Popo geleckt, ja? Nee. Ah, so schüchtern. Er kann sich gar nicht mehr daran erinnern, aber er hat es getan. Seine Zunge war schneller, als seine Gedanken es mitkriegen konnten. Fiona, siehst ja auch sehr fabelhaft heute aus. Das ist kein Pelz. Liebe Pelz, Tierschützer. Liebe Tierschützer, liebe Pelzgegner, ich trage heute echte Federboa aus China. Also kein Pelz. 100% Synthetik. Und habt ihr schon mal einen blauen Fuchsschwanz gesehen? Nein, ich glaube nicht. Also es ist aus China. Die gute Dame ist heute. Ihr tiefe Einblicke bei Frau Dragé heute Abend. Tiefe Einblicke bei Frau Dragé. Hi. Ganz kurz, Fiona, wenn du mal übernehmen würdest. Ja. Ja, ihr seht, der Abend neigt sich dem Ende. Wir sind langsam auch ein bisschen groggy. Es ist wirklich sehr schön hier. Aber wie sagt man so schön, wenn es am schönsten ist, soll man auch gehen. Und deswegen genehmigen wir uns noch als Abschiedsdrink kein Astra-Bier mehr, sondern ein gutes Mühlenkölsch aus der Heimat. Ja. Und noch einen kleinen Snack, aber das finden wir nicht, weil wir essen ja offiziell nie. Und ja, es war ein wirklich rundum schöner Abend. Es war eine tolle Party, ein toller Abend hier. Und wir kommen auch gerne zurück nach Düren. Man will es nicht glauben, aber wir kommen gerne zurück nach Düren. Hat wirklich Spaß gemacht. Ja, weil der Sven möchte ja auch nochmal gerimmt werden hier. Ja, da lacht die gute Seele. Ja, weil er sich schon vor Freude... Das ist die Vorfreude. Die Vorfreude. Er ergötzt sich schon an der Vorstellung, dass Fiona Famous und Lars und Raji Sven Hannes rimmen werden. In der Zukunft. Okay. Ja, mal schauen. Wenn der Preis stimmt. Ja, natürlich. Das ist natürlich immer, Harry Weinfeld hat es schon gesagt und heute sagen wir es auch noch, wenn der Preis stimmt, ist fast alles möglich, aber nur fast alles. Und wie man sehen kann, der Preis ist heiß. Ja, Sonderanfertigung mit extra Ausstattung. Wir freuen uns natürlich auf die neue Single von Dolly Parton, Ende des Monats. Ja. Weil die ist eine wahre Künstlerin, die ist eine Göttin und wir lieben alle Dolly Parton. Fiona, du liebst auch Dolly Parton. Richtig. Two doors down, laughing and drinking and having a party. Ja, Dolly. Two doors down. Dolly, du sagst auch lieb gegrüßt an dieser Stelle, wo auch immer du jetzt gerade bist. Und natürlich auch Sven Hannes, der seine Zigaretten auf den Boden klatscht. Eins möchte ich noch sagen. Ja. PS, Lena, du bist eine Fotze. Lena, du hast uns leider nicht zum deutschen Sieg gebracht. Und nein, stattdessen müssen wir jetzt nächstes Jahr den Grand Prix in Aserbaidschan schauen. Ja. Heißt, jedes europäische Land muss erstmal Millionen von Euro investieren, damit Aserbaidschan überhaupt dieses Budget hat, einen derartigen Contest auszurichten. Danke, Lena. Danke, Sven. So süß. Wie es macht. Wenn ihr wüsstet, was ich dafür noch alles tun muss heute Abend. Und damit verabschiede ich mich hier aus Düren. Eure Daphne Dragé. Bussi Baba. Auch ich verabschiede mich recht herzlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Spätestens zur Poptastic. Werdet ihr auch mich wieder live erleben. Und was es noch so gibt von uns beiden, seht ihr natürlich in weiteren Videos. I love you all. We love you all. We love to entertain. We love to entertain.